Hallihallo und willkommen. Endlich wieder ein Video von mir. Ich habe jetzt 2 Monate lang keins gemacht. Wir hatten im 3. Semester, glaube ich, ein Fach, das heißt Logik und diskrete Strukturen. Und da bin ich das ein oder andere Mal durchgefallen und muss jetzt echt einiges dafür lernen, damit ich nicht aus dem Studium fliege. Aber ich habe es geschafft. Voll geil. Und jetzt belohne ich mich mit Fahrradfahren. Das Wetter ist gerade ganz okay. Mein Thermometer sagt zwar 21 Grad, aber das stimmt nicht. Also es sind irgendwie 10 Grad oder so. Wahrscheinlich scheint hier die Sonne ein bisschen drauf. Aber es ist trocken und sieht ganz gut aus. Ich werde jetzt immer in den Keller gehen, mein Fahrrad schnappen und endlich wieder eine Runde biken gehen. Ich freue mich riesig und viel Spaß euch. Ich wollte jetzt gerade losfahren, allerdings ist meine Kette vom letzten Mal fahren so verdreckt, dass ich das meinem Schaltwerk gerade nicht antun möchte. Das heißt, ich werde jetzt noch schnell putzen. Hierfür habe ich so eine ganz praktische Bürste, habe ich irgendwo mal im Internet gefunden, heißt The Grunge Brush oder irgendwie so. Und funktioniert super einfach. Also hier vorne die Borsten hält man einfach an die Kette ran und zieht dann halt ein paar Umdrehungen die Kette einfach durch, macht ein bisschen Bremsenreiniger drauf, keine Ahnung, ich habe ja den billigsten, den es bei Highbike mal gab, Kettenreiniger-Spray von Dynamic. Ja, einfach ein bisschen was auf die Bürste sprühen, ein paar Mal durchziehen und zack, sauber ist sie. Finde ich viel, viel einfacher als diese komischen Geräte. Also nein, ich werde leider nicht von der Firma bezahlt, wäre aber ziemlich geil, weil ich die Produkte echt mag von denen. Hinterher nehme ich einfach noch ein bisschen Papiertücher, den restlichen Schmutz zu entfernen. So, das müsste reichen. Hat mich jetzt vielleicht 5 Minuten gekostet oder so und spart euch echt einiges an Verschleiß. Jetzt mache ich noch ein bisschen Kettenöl drauf. Hat jetzt nicht so lange Zeit zum Einziehen, aber für die Fahrt sollte das ausreichen. Ja, wie der ein oder andere weiß, ist das hier vorne eigentlich so mein Home Trail. Also der ist super nah hier bei mir in der Nähe. Und bin ich eigentlich sehr gerne und recht oft gefahren, aber das letzte Mal, wo ich fahren war, als so schlechtes Wetter war, habe ich leider schon gesehen, dass der ab der Hälfte komplett zerstört wurde vom Förster. Super, super ärgerlich, also nervt mich ziemlich, dass der kaputt ist, aber naja, gut, schaut es euch selber an. So, ich hoffe, es ist nicht allzu matschig. Aber mal sehen. Oh, ja, fühlt sich nass an. Ja, also wie gesagt, der erste Part ist eigentlich ganz normal früher. Aber recht. Wow. Das Laub ist rutschig. Oder ich aus der Übung, ich weiß es nicht. Kann beides ganz gut sein. Okay, ist noch sehr, sehr matschig. Hier müsste jetzt eigentlich gleich die Stelle kommen. Beziehungsweise hier war in dem anderen Video war das Zerstörte. Da ist zum Glück schon Gras drüber gewachsen, wortwörtlich. Aber... Oh Gott, macht das Spaß, wieder auf dem Bike zu sein. Und das ist doch recht viel von dem Trail erhalten, finde ich. Also... Ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass mehr zerstört war. So, genau, hier müsste jetzt gleich kommen. Ja, und das war's mit dem schönen Trail. Ja, ihr seht es ja selber, also super, super ärgerlich. Vor allem, was das für ein Schaden für den Wald ist. Also, ich glaube, hier hat kein Insekt und nichts überlebt. Und ich finde es der Hammer, dass ja, sowas erlaubt ist. Aber es auf der anderen Seite eine 2-Meter-Regelung für Fahrradfahrer gibt. Ey.
Ein Vorteil hat es, ich meine, die Wege sind jetzt hier 2 Meter breit, nachdem der Förster hier durch ist. Oh Mann, also ja, ihr merkt, mich nervt das Thema richtig. Naja, gut, ich höre auf. Wetter ist schön, ist nicht ganz trocken, bin gerade ein bisschen nass geworden. Und es macht Spaß. Sehr, sehr geil. Letztes Mal haben wir versucht, hier noch runter zu gehen. Aber da endet man irgendwo komplett im Wald und so. Das heißt, ich werde jetzt mal schauen, was passiert, wenn ich hier hochgehe. Bei mir in der Gegend ist noch ein anderer Trail, Kapfenbach Trail heißt der. Der macht ziemlich Bock. Ich hoffe, der ist noch intakt. Dann werde ich mal zu dem rüberfahren und mir den anschauen. Ja, wie man diesen kläglichen Versuch sieht, versuche ich gerade Wheelies zu üben. Ich habe das irgendwie nie gelernt und klappt so semi gut. Das ist der andere Grund, wieso es schade ist, dass der Trail kaputt ist. Weil die Aussicht hier oben ziemlich geil ist. Hier hinten rechts irgendwo müsste Esslingen, glaube ich, liegen. Und das ist wahrscheinlich Ober- oder Untertürkheim. Und in die Richtung kommt dann die Stadt und so. So, ich bin jetzt beim Einstieg vom Katzenbach Trail. Da geht noch so ein Zubringer hin, recht flach, aber macht trotzdem schon Spaß. Und der nächste Trail zerstört. So wie es aussieht, ist der Förster hier auch durch. Das heißt, der musste wahrscheinlich nicht mehr unbedingt Bäume fällen, sondern hat einfach Bock, unsere Trails zu zerstören. Ah, wie mich das ankotzt. Ja, schade. Also das hier war eigentlich mal ein Sprung. Ja, aber abgesehen davon ist der Trail hier noch extrem durchnässt. Also wirklich ein bisschen mehr als matschig. Und ich will eigentlich nicht hier die fetten Reifenspuren reinfahren. Frage, ob ich jetzt überhaupt noch den zweiten Teil mache. Nee, ich glaube, ich fahre zurück und fahre den ersten Part nochmal. Ja, wie ihr seht, bin ich mittlerweile zu Hause, habe gerade was gegessen, dabei natürlich Casey Neistat angeschaut. Oh, da hinten steht ein Bier. Vielen Dank fürs Anschauen, wirklich, freut mich sehr. Ich werde mich jetzt noch auf den Weg nach Vaihingen machen, in die Uni, da ist irgendwie so eine Party heute. Und meine Kommilitonen sind schon alle da und so, ich bin jetzt ein bisschen spät dran wegen Biken, aber hey, Biken ist viel, viel besser als Bier trinken und, na, vielleicht doch nicht, keine Ahnung, egal. Gut, ich bin ziemlich spät dran, deswegen beende ich den Vlog genau hier. Danke, ciao, ciao!